Willkommen zurück zu Velsabor. Was macht überhaupt eine solche Person hier? Weshalb wurdet ihr eingesperrt? Ihr könnt euch die Formalitäten sparen. Hier bin ich ja anscheinend nicht mehr als ein Minenarbeiter, wie jeder andere. Also, ja, wieso wurde ich eingesperrt? Um ehrlich zu sein, frag ich mich das genauso. Alles, was ich wollte, war etwas Unterstützung von den hier anwesenden Soldaten des Brigantierordens. Stattdessen wurde ich hier eingesperrt, weil ich von Kotsuhino oder besser gesagt von den fahrenischen Adelsburg komme. Leute meiner Sorte sind hier in letzter Zeit wohl sehr gefragt. Anscheinend wissen wir etwas, wovon ich selbst nichts weiß. Du hast also nicht mitbekommen, was sich zuletzt an der Grenze abgespielt hat? Nein, konnte ich nicht aufklären. Ich muss mal entschuldigen, kannst du das lesen? Bei meinem Handy klingelt. Na, natürlich, kein Problem. So, Sokophilaia. Ein weiblicher Soldat des Brigantenorden. Was heute alles ins Heer reinkommt, kaum zu glauben. Ich denke mal, ihr drei wisst mittlerweile, wie das hier läuft. Also gehen wir gleich zu den Fragen. Dieses Verhör ist sinnlos. Was war das? So, wieder da. Dieses Verhör ist sinnlos. Sie können keine Informationen aus uns rauspressen, weil wir nichts wissen. Nun, bei deinen alten Kollegen klang das aber ganz anders. Natürlich klang das anders. Sie wurden ja auch gezwungen, etwas zu sagen. Irgendwas. Boah. Richtig. Bei dir wird das nicht anders sein, mein Fräulein. Verstehe ich das richtig? Ihr seid Spione, die von Kotsuhino respektiv in fahrnischen Adelsbund arbeitet? Hier in Brigantia? Genauer gesagt sind wir Spione von dieser Truppe aus Silvanwald, von der sie denken, dass sie mit Kotsuhino zusammenhängt. Ja, natürlich. Kaum passiert etwas Böses jenseits der Grenze, ist es der fahrnische Adelsbund. Naja, also mittlerweile nehmen die Helden wohl doch diese Form des Wir sind die Verräter an, um sich daraus irgendwelchen Vorteile zu versprechen. Es scheint, als haben sich das Vertrauen zwischen unseren Nachbarländern seit dem Krieg nicht merkbar verbessert. Für das Protokoll, ich weiß nicht von irgendeiner militärischen Organisation im Untergrund, für wie verrückt halten die uns bitte. Der Krieg ist uns eine Lehre gewesen. Wir würden es nicht wagen, uns noch einmal mit dem Brigantierorden anzulegen. Ist das so? Wir haben diese Truppe allerdings mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir waren Gefangene von ihnen. Ja, das will ich auch nicht anzweifeln. Aber der fahrenische Adelsbund weiß nichts davon. Ich halte es eher denkbar, dass dieser Truppe für Brigante selbst arbeitet. Wie bitte? Was für einen Sinn soll das denn? Oh, Entschuldige. Wie bitte? Was für einen Sinn soll das denn ergeben? Ganz einfach, Brigante hat ja diese ach so demokratische Regierungsform euren Rat. Nun, angenommen, wir haben ein paar Ratsmitglieder, die daran interessiert sind, noch etwas mehr von Consuelo einzunehmen. Dann haben sie aber das Problem, dass die Mehrheit der Ratsmitglieder eher für eine friedliche Koexistenz ist. Also, wie bekommt man einen offiziellen Erlaubnis, in Consuelo einzumarschieren und richtig abzustauben nun? Man täuscht vor, dass Kotsuhino eine Bedrohung darstellt, indem man eine Truppe bildet. Richtig, ein gutes Köpfchen haben wir hier. Was zum Henker? Wieso sollte die Regierung so ein falsches Spiel treiben? Oh, in
Oh, in den hohen Rängen gibt es viele falsche Spieler, glaubt mir das. Aber wieso kommt dann bitte ein Ratsmitglied von Brigantia auf die Idee, uns wegen so einer Truppe einzusperren? Wenn das stimmt, was du sagst, ist es doch gut möglich, dass Herr Uruto selber in der Sache verwickelt war. Nun, vielleicht habt ihr etwas gesehen, was die Sache auffliegen lassen würde. Irgendein Weg, dass diese Truppe von Brigantia angeheuert ist. Wir haben keine solchen Beleg. Wir haben gar nichts gesehen. Nicht wahr, Kumpel? Kumpel? Nein, nicht wirklich. Und da kommt Zuko. Soko, ist alles in Ordnung? Es geht schon. Wer sind Sie? Moment, ihr seid in derselben Zelle? Kirota, mein Name. Ey, Schweine. Jedenfalls einer von den Adelsbund. Noch einer von dieser Sorte. Von welcher Sorte reden Sie? Ja, von welcher? Und hey, was war das eben mit dem Prioritätenfeld? Das kann ein langer Abend werden. Sehe ich so. Auch nicht die drei. Nein, ich habe es nicht verschaut. Er ist es. Glaubst du wirklich, ich würde dieses Gesicht vergessen? Es ist derselbe General, der uns damals alles genommen hat. Nein, bitte nicht hier. Genji, niemand von uns hat diese Person vergessen, noch werden wir das jemals tun. Wir dürfen uns aber nicht in dieser Situation von Rachegedanken leiten lassen, verstehst du das? Wir haben eine Mission. Mir geht es nicht um Rache, mir geht es um die Gefahr, die diese Person darstellt. Sollte die Flucht, die du prophezeist, stattfinden und Kento dabei auf diese Person stoßen, was dann? Wir beide wissen, wozu der General fähig ist. Zwillingsseele hin oder her, Kento würde das nicht überstehen. Du kannst mir nicht erzählen, dass Heimdall diese Tatsache komplett entgangen ist. Er hat mich gewarnt. Dennoch ist das keine Situation, der wir vorzeitig eingreifen sollten. Und deswegen sagst du uns nichts? Dies ist keine Situation, die wir durch spontanes Eingreifen geregelt bekommen könnten. Wenn wir unüberlegt da reinstürzen, kostet das nicht nur Kentos Leben, sondern unseres gleich dazu. Willst du das verantworten? Wir müssen uns vorbereiten. Das ist alles, was ich damit sagen will. Du hast recht. Ich habe diese Tatsache wohl unterschätzt. Kumiko, mach dich bitte mit der Gegend vertraut. Wir werden deine Fähigkeiten womöglich in Anspruch nehmen müssen. Geht in Ordnung. Sofort alle raus aus den Federn. Jawohl, die Arbeit beginnt, wie üblich. Ah, fand schon wieder raus. Von welchen Feldern mag dieser Wache bitte geredet haben? Ich habe keine einzige wahrgenommen in diesem sogenannten Bett. So, aufstehen, jetzt und raus. Ha, wieder geschafft. Kumpel, müssen raus, das gleiche wie vorher. Gefängnis, Minenarbeit. Ach, nee. Ganz ehrlich, hätte ich keine Lust aufzustehen. Würde es euch etwas machen, wenn ich euch zu einer Minenbegleitung, euch zur Mine begleite? Ich bin schließlich neu hier. Sicher kannst du mit uns kommen. Wir gehen ja sowieso alle denselben Weg. Ja, meine Lieben. Ah, eine Brille. Oh yeah. Er ist nur als Gast, aber ich kann ihn nicht auswählen. Schade. Aber ich könnte mir schon So, vorstellen, überleg mal, der dass. Titel soll eine Gruppe kommen. Ich könnte mir schon denken, dass Fels ist derjenige ist, der in unserer Gruppe als nächstes beitreten wird. Oder es gibt auch zwei Gruppen. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß.
Und wieder ein Arbeitstag in der Mine. Was ist los? Du scheinst weniger euphorisch bei der Sache zu sein als die letzten Tage. Ich glaube, Bon und ich haben gestern Nacht noch etwas lange diskutiert, nicht wahr? Ja, was auch immer. Ab in die Mine. Los, Kumpel! Ein Verschlafmoment habt ihr da. Naja, gut, aber ich finde, für heute reicht's. Wenn wir mal auf den Tacho gucken. Ja, ich auch. So, wir wissen jetzt, dass Felsis bei uns ist und ja, mal gucken, was das nächstes passiert. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht. Und dann. Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal.